Ein Doppelkinn muss nicht sein. Gerade hier lässt sich noch vieles selber retten und schöne Konturen lassen uns gleich einmal 10 Jahre jünger aussehen. Deswegen machen wir heute eine Massage, die dich nicht nur besser aussehen, sondern auch besser fühlen lässt. Ich bin Christina Schmid, die Autorin von G-Start Botox und natürliches Facelifting. Und für diejenigen, die hier neu sind, auf diesem Kanal geht es um gesunde Wege zur natürlichen Schönheit. Und es gibt hier immer ein Gewinnspiel. Heute können 3 von euch diesen Gua Sha Kamm gewinnen, den man super gegen das Doppelkinn einsetzen kann. Dazu später noch mehr. Das Doppelkinn entsteht nicht unerwartet mitten im Nirgendwo, sondern ist ein Teil dieses Hals-Nacken-Komplexes, der sehr störungsanfällig ist. Es entsteht durch Prozesse, bei denen man Abhilfe schaffen kann. Denn nicht selten ist das Doppelkinn die Folge von verkürzten Muskeln und Faszien in diesem Bereich, aber auch von gestauten Toxinen. Und genau dort greift die Massage, die wir heute gemeinsam machen werden. Denn sie löst erstens die Verspannungen und Verkürzungen, die hier die Gesichtsmuskeln nach unten ziehen und deine Konturen verschwinden lassen. Und zweitens hilft sie, diese Toxine abzutransportieren, die sich gerne hier stauen und den Bereich so aufgedunsen machen. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis. Ich erzähle euch immer wieder, dass für diesen Bereich die Körperhaltung wesentlich ist. Dazu gibt es noch ein anderes Video von mir, das werde ich euch auch unten verlinken. Dieser Bereich liegt mir sehr am Herzen, denn unser Unterbewusstsein schätzt eben an den Gesichtskonturen ein, wie alt jemand ist. Das bedeutet, wenn wir einen Menschen ansehen, sehen wir nicht erstmal seine Falten, sondern seine Körperhaltung und seine Gesichtskonturen. Und wenn diese stimmen, schätzt unser Unterbewusstsein den Menschen jünger ein, selbst wenn er ein paar Falten hat. So, und nun zur Massage. Wir machen natürlich nicht irgendeine Massage, sondern eine Gua Sha Massage. Für die brauchst du idealerweise einen Schaber. Wenn du keinen hast, nimmst du bitte einen Porzellanlöffel oder den Deckel eines Marmeladenglases. Check bitte zuerst, ob er keine scharfen Stellen hat. Ideal ist für die Massage heute der Gua Sha Kamm. Der geht hier am besten. 3 von euch können den heute gewinnen. Wie, das sage ich euch am Ende des Videos. Viele von euch haben den schon bei uns gekauft. Genauso wie den Fischschaber, wenn du den hast, der geht auch. Den Fischschaber gibt es jetzt übrigens auch aus Holz, also vegan, regional und nachhaltig. Wir brauchen heute mal kein Öl, außer deine Haut ist sehr trocken, aber auch dann genügt das, wenn du sie eincremst. Und was machen wir nun? Es gibt hier einen großen Muskel, der sich bis hierhin zieht. Dieser ist verspannt und verkürzt, weil wir die meiste Zeit nach unten schauen. Egal ob aufs Handy, beim PC schreiben, beim Kochen. Wir haben diese Haltung einfach viel zu oft. Und diesen müssen wir lösen und ihm seine ursprüngliche Länge geben. Denn der hat die Kraft, das Gesicht nach unten zu ziehen und ist nicht nur an der Entstehung vom Doppelkinn beteiligt, sondern auch von den Hängebäckchen. Neben den Muskeln gibt es hier aber auch Faszien. Faszien verbinden praktisch alles im Körper und neben diesen tiefer liegenden Faszien gibt es noch ein feines Fasziennetz fast direkt unter der Haut. Dieses wird immer interessanter, denn es hat sich herausgestellt, dass es gut ist, wenn man dieses feine Fasziennetz zuerst löst, weil man dann leichter an die tieferen Schichten und an den Muskel herankommt. Und genau das machen wir jetzt. Ich zeige euch die Massage mit dem Kamm. Und lasse hier noch ein zweites Video mitlaufen, wo ich euch die Massage mit dem Löffel zeige, mit dem anderen Schaber, mit dem Deckel. Okay, wir fangen mit dieser Seite des Kamms an. Bei den anderen hast du nicht die Wahl, das ist vollkommen egal. Du machst es, wie ich dir in dem zweiten Video hier zeige. Und wir fangen hinten an. Und wir fangen mit leichtem Druck an, denn wir wollen erst einmal die Faszien, die Feinen unter der Haut lösen. Das heißt, wir massieren hier in der Mitte. Warum fangen wir hinten an? Weil das hier ein Komplex ist. Es geht nicht, dass es vorne lang ist, während es hinten verkürzt ist. Okay, deswegen nehmen wir den hinteren Teil dazu und fangen einmal hier hinten an. Machen das ganz, ganz leicht. Wir wollen jetzt nicht tief hinein, sondern wir wollen jetzt nur erst einmal ein bisschen Energie reinbringen. Massiere diesen
Teil unter der Schädeldecke, da wo die Schädeldecke zu Ende ist, hier gibt es immer ganz viele Verklebungen. Das kannst du gerne auch im Alltag zwischendurch mal machen, das ist sehr wohltuend, hier unterhalb von diesem Schädelknochen zu massieren. Aber wir massieren den ganzen Hals. So, das machen wir auch hier auf der Seite. Und hier vorne, ganz sanft. Ja, das ist jetzt, wir wollen jetzt nur ein bisschen Blut und Energie reinbringen. Jetzt nehmen wir die andere Seite und kehren noch einmal zu dem Schädelknochen zurück und machen Folgendes. Wir legen den Schaber sozusagen unter den Schädelknochen und pressen ihn dort an und halten kurz. Das braucht es, um diese Faszien dort zu lösen. Ja, wir halten den Schaber unter den Schädelknochen gepresst und dann schaben wir hier fest, von oben nach unten, natürlich auch die andere Seite, machen wir auch hier. Also, Schaber unter den Schädelknochen pressen und halten. Dieses unter den Schädelknochen pressen und halten, wenn du hier Probleme hast, das kann man bis zu einer Minute gut halten. Die Faszien brauchen ein bisschen. Eigentlich sollten wir uns hier viel mehr Zeit lassen. Wenn du also die Zeit hast, dann halte den Schaber hier ruhig eine halbe Minute, eine Minute gepresst und dann schaben wir hier fest nach unten. Jetzt sind wir mit einem festen Druck dabei. Wie gesagt, wenn du hier, wenn das dein Problembereich ist, kannst du auch hier nochmal ein bisschen länger massieren. Gerade diesen Bereich hier kann man auch fest ausmassieren oder den Schaber dort anpressen und einfach so ein bisschen hin und her an der Stelle quasi, wie soll ich das nennen? Ich hoffe, du siehst das, ja? Ich halte ihn an der Stelle und du sollst, würde ich ihn gerne noch tiefer und tiefer unter den Schädelknochen schieben. Und dann kannst du ihn aber auch so hin und her massieren. Hier haben wir wirklich viele Verklebungen, die haben wir aber auch hier. Ja, denen wenden wir uns jetzt dann gleich zu. Wir nehmen jetzt wieder diese Kammseite und arbeiten wieder leicht. Ja, mit leichtem Druck unterhalb dieses Kinnknochens schieben wir jetzt mal hin und her. Nicht glauben, manchmal glauben wir, je fester ich das mache, desto besser. In diesem Fall nicht. Wir machen das hier mit leichtem Druck. Hier bei der Spitze, ja, da wo das Doppelkinn ist. Ganz sanft. So. Und jetzt pressen wir das hier hinein, so wie wir es unter dem Schädelknochen gemacht haben, machen wir es auch hier und 10 Sekunden halten. Du kannst aber gerne länger, also wirklich, wenn du ein Doppelkinnproblem hast, nimm dir die Zeit, halte hier bis zu einer Minute fest. Ja, wir drücken das fest unter den Knochen hinein und halten. Wir warten darauf, dass die Faszien dort nachgeben, dass sich diese Verklebungen lösen und die Faszien nachgeben. Gut, und jetzt wieder mit leichtem Druck schaben wir das hier runter. Mit leichtem Druck, ja? Unter dem Ohr. Okay. Jetzt machen wir dasselbe auf der anderen Seite. Fest andrücken.
sich Zeit lassen. Ich finde das deswegen so toll. Diesen Kamm habe ich in der Handtasche, den habe ich auf dem Wohnzimmertisch. Unser Wohnzimmertisch sieht sowieso aus wie die Auslage von Schistat Botox, aber meine ganzen Instrumente, der Massageroller, alles Mögliche liegt dort herum. Aber das da kann man super neben dem Lesen oder neben dem Fernsehen nebenbei machen, ja, weil da hat man Zeit. Man sitzt nur untätig herum und dann schnappt man sich sowas und macht sich eine kleine Massage. Gerade diese Massage ist so unkompliziert, sie braucht ja nichts, sie braucht kein Öl, kein gar nichts. Und jetzt wieder, so wie auf der anderen Seite, hier sanft, ich hätte mir eine Haarspange mitnehmen sollen, sanft runterschieben. So, gut. Jetzt nimmst du diesen Teil und schiebst ihn hier und das Kinn. Ja, weil wir kommen eigentlich auch bis zur Spitze. Wir haben das jetzt weiter seitlich gemacht. Es wäre gut, wenn du das im Verlauf des ganzen Knochens machst. Ja, weil es nützt natürlich nichts, wenn es hier gelöst ist und hier aber immer noch fest zu. Also entweder nimmst du diesen Teil oder es bietet sich dieser Teil so super an, weil er hier direkt drunter passt. Direkt unter dem Kinn und festhalten und wieder dasselbe machen. Gut, und dann massieren wir hier so runter, wir massieren sanft, ja, wir massieren sanft, okay. Gut, jetzt schnappen wir uns diesen Teil, setzen ihn in der Mitte des Kinns an und ziehen so seitlich weg, langsam. Halten, der Finger kommt nach und hält die Haut. Ja, wir versuchen hier noch einmal die Verklebungen zu lösen. Wenn du den Bereich eingeölt hast und ein bisschen fester, ein bisschen schneller hier schiebst, wirst du lauter so kleine Körnchen darunter spüren. Das sind die Verklebungen, von denen wir sprechen. Die kann man wirklich beim Massieren gut spüren. Probier das aus, weil das glaubt man nicht, wenn man es nicht, solange man es nicht wirklich erfahren hat, was sich da alles angesammelt hat. So. Also wir schieben hier. Jetzt, wie gesagt, du kannst den Bereich eincremen, wenn deine Haut sehr trocken ist. Öl brauchen wir nicht. Wir arbeiten ganz langsam und schieben den Schaber entlang des Knochens seitlich. Bis nach oben und hier und massieren den Punkt hier am Ende des Knochens aus. Lösen dort nochmal, schieben den Schaber ein bisschen weiter rauf, damit wir beide Teile hier haben und massieren hier noch einmal mit beiden. Du kannst auch gerne weiter nach oben kommen. Ein bisschen weiter nach vorne, hier den Bereich gut ausmassieren. Hier gibt es wichtige Akupressurpunkte, aber auch muskulär und faszienmäßig ist es ein Bereich, der die Massage braucht. Das kannst du dreimal wiederholen und dann auch auf der anderen Seite machen. Ich hoffe, du hörst das. Ich beim Massieren lege ich die Hand immer wieder auf das Mikro. Wir wiederholen das jetzt nur noch einmal auf die andere Seite. Du kannst das Video kurz anhalten und das auf die andere Seite machen. So, hier am Ende massieren. Und verschieben, weiter oben massieren. Diese Massage hier seitlich ist auch gut gegen Hängebäckchen. Ja? Das ist akupressurmäßig genau der Bereich, der hier greift. Ja. Gut. Wie gesagt, du kannst das Gesicht einölen und fester schaben, damit du nachspüren kannst, wie viele Verspannungen du hier hast.
und ehrlich, damit nicht solche Baustellen entstehen. Und da meine ich nicht nur hier, sondern wir haben mehrere Stellen im Gesicht, wo sich Toxine stauen, chronische Verspannungen, Verklebungen und dann entstehen so unnötige Falten. Es lässt sich nicht alles verhindern, aber vieles schon. Und damit solche Baustellen nicht entstehen, möchte ich dir meinen Online-Kurs ans Herz legen. Es ist nötig, das Gesicht einfach regelmäßig zu energetisieren, denn das ist das, was ein junges Gesicht von einem älteren unterscheidet. Das junge Gesicht hat Energie, da pulsiert es, ja, da ist Leben drin. Und dafür gibt es tolle Methoden und Routinen, die ich dir im Online-Kurs zeige. Meine jüngsten Kundinnen sind um die 28, meine ältesten knapp über 80. Und ich sag mal so, mit 35 wäre der ideale Zeitpunkt anzufangen. Spätestens mit 40 braucht das Gesicht ein bisschen Hilfestellung. Aber jetzt zurück zur Massage. Okay, wir haben hier das ausmassiert. Jetzt nehmen wir die glatte Seite und machen hier noch ein paar sanfte Striche runter. Das ist ganz wichtig, um immer diese Toxine, die sich lösen, auch runterzubringen, in die Lymphbahn wieder zu integrieren. Und jetzt nehmen wir diese Seite und massieren von der Mitte des Kinns einfach flach. Ich hoffe, du siehst das, wie der Schauer angesetzt ist. Hier von der Mitte des Kinns zur Seite und hier seitlich so runter. Hier und runter. Auch hier ist der Druck nicht groß. Jetzt nehmen wir diesen Teil und massieren den Teil direkt unter dem Knochen. Ja, hier, also flach, mittelstark nach außen und wieder hier beim Ohr runter. Oh Gott, ich hoffe, ihr seht das. Weiß nicht mehr, wie ich mich... Seht ihr das? Hier diesen Teil seitlich und runter. Seitlich und runter. Ich schätze, es gibt so wahnsinnig viele so Gesichts-Yoga-Richtungen. Und es gibt auch eine, da machen die so. Ja, das ist, kann man auch machen, aber wir brauchen den ganzen Bereich gelöst und in Bewegung. Ja? Und dafür muss man da ein bisschen mehr in die Tiefe arbeiten und das machen wir mit dem. Und das hier ist sozusagen die finale Bewegung, weil jetzt rundherum es gelöster und offener ist. Und jetzt können wir hier an dem arbeiten. Gut, natürlich beidseitig. Du kannst das Video anhalten und das auf der anderen Seite machen. So. Am Ende bringen wir das Ganze nochmal runter. Egal mit welcher Seite des Kammes. Noch einmal auch hier mittig. Es ist angenehmer, hier in der Mitte mit dieser Aussparung hier zu arbeiten. Aber ich finde das nicht so schlimm mit dem hier durchzufahren. Wir arbeiten ja, massieren nur sanft. Und ganz extrem wichtig für den Erfolg dieser Massage ist Regelmäßigkeit und dran zu bleiben. Es ist eine Massage, die man jeden Tag machen kann, zu jeder Tageszeit. Gerne gleich am Morgen, um die gestauten Toxine gleich einmal wegzubringen. Gib dem Gewebe die Chance, es braucht eine Weile, bis hier Leben reinkommt, bis hier Bewegung reinkommt, bis sich das Ganze wieder streckt und dehnt und die Toxine und die Verklebungen wieder aufgelöst und abtransportiert werden. Die intensiven Gua Sha-Massagen aus dem Online-Kurs, da braucht es immer einen Tag dazwischen, damit das Gewebe nacharbeiten kann. Das hier ist wirklich eine Massage, die man jeden Tag machen kann. Et voilà! Halte deinen Hals gelöst und beweglich, damit dein Hals nicht mit dem Alter kürzer wird, denn das wird er, und damit er nicht deine Gesichtskonturen mit in den Abgrund reißt. Wenn du einen der Gua Sha-Kämme gewinnen möchtest, like dieses Video und kommentiere es, damit ich sehe, dass du mitspielst. Kommenden Montag werde ich 3 der Kommentare herauslosen und im ersten Kommentar unter dem Video bekannt geben, wer gewonnen hat. Wenn auch du der Meinung bist, dass Bewegung mehr kann als Botox, teile dieses Video mit deinen Freundinnen. Und ansonsten, meine Lieben, schaut gut auf euch, bleibt gesund und bis bald!